Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag hier bei Teki. Ich bin Sandra Weber und heute geht es um das Thema Burnout. In meine Praxis kommen viele Menschen mit Burnout, also das ist so die neue Modekrankheit oder eine der vielen neuen Modekrankheiten, die wir so sehen in den letzten Jahren. Was passiert bei Burnout? Im Endeffekt bist du fix und fertig. Dein System sagt einfach, ich kann nicht mehr. Und das liegt daran, dass du ganz lang über deine Grenzen gegangen bist, ganz lang dich überlastet hast, viel zu lang in Geben-Modus warst und nicht mehr empfangen konntest, nicht mehr im Ausgleich warst in deinen Energien. Dein Körper zieht sozusagen die Notleine, ja? Nebennieren sind erschöpft, der Sympathikus ist überlastet, erschöpft, nennt man auch die Sympathikus-Erschöpfung. Der Parasympathikus wird zu wenig gefördert. Und genau hier sind wir wieder bei dem Thema männliche und weibliche Energien. Also ich empfehle dir unbedingt, bevor du hier weiterschaust, dass du den letzten Vortrag männliche und weibliche Energien anschaust, weil da ganz viel zum Verständnis beiträgt, um das, was ich heute sage, überhaupt richtig aufnehmen und weiterdenken zu können. Ich habe mal von einem Burnout-Patienten gehört, Schlafen ist ineffektiv, Sitzen ist ineffektiv. Also alles ist ineffektiv, was nicht mit Machen, mit Tun zu tun hat. Das kann jetzt ganz verschiedene Gründe haben, da komme ich noch dazu. Also die Symptome sind gleich, aber trotzdem behandeln wir nicht das Symptom, so wie in der Schulmedizin, sondern wir gehen immer an die Ursachen. Und da gestaltet sich das schon in der Regel sehr individuell. Also zum ganzheitlichen Verständnis, was passiert da energetisch jetzt mit uns? Ein Mensch, der einen Burnout kriegt, der hat lange zu sehr das Männliche gelebt. Also immer machen, immer tun, immer aktiv sein, auch mehr die Kopfenergie leben. Das heißt mehr Entscheidungen treffen, logisch denken, strukturiert denken. Das ganze Weibliche in uns, also die Intuition, die höhere Führung, die Gefühle, das wurde eher vernachlässigt, eher weggeschoben. In der Regel meldet unser System auch schon lange vor einem Burnout, hey, du gehst da zu weit mit entsprechenden Gefühlen, die dann auch wieder entsprechende Gedanken machen, die wieder entsprechende Gefühle machen und so weiter. Also wir haben schon einige Warnsignale vorher, aber jemand, der ganz ins Burnout fällt, der hat das einfach überhört, der hat das immer wieder weggeschoben. Manchmal hat man Angst um den Job, manchmal hat man Angst vor einer bestimmten Veränderung, die dadurch vielleicht eintreten könnte. Es geht darum, warum definiere ich mich darüber? Warum mache ich das jetzt überhaupt? Ja? Also jemand, der immer am Machen ist und seine andere Seite unterdrückt, der hat dafür einen Grund. Der Grund ist oft nicht bewusst, aber wenn wir da tiefer gehen, dann können wir da durchaus drauf kommen. Wenn man immer so am Machen, am Tun ist, dann ist diese Feuer-Wasser-Achse, die wir rechts und links haben, also rechts sind die männlichen Energien, links sind die weiblichen Energien, rechts ist Feuer, links ist Wasser, diese Energien, die sind dann total aus dem Gleichgewicht. Das heißt, wir haben einen massiven Feuerüberschuss und die Wasserenergie fehlt, um das Feuer zu löschen, bildlich gesprochen. Man geht immer lieber ins Harte statt ins Weiche, lieber in den Kopf statt in die Gefühle. Oder wir können es auch wieder mit dem In-Output-Modus erklären. Und zwar im Input-Modus, der hier nicht stattfindet oder selten stattfindet, da nehmen wir auf, da fühlen wir, da nehmen wir auch Informationen auf, also da hören wir zu, da lesen wir etwas und verarbeiten das innerlich. Das Ganze eher in einer inneren passiven Haltung, was auch oft Arbeit ist, weil da Verarbeitungsprozesse ablaufen, aber mit dieser weiblichen Energie. Es ist also eher so dieses Staubsaugerprinzip, her damit. Im Output-Modus bist du in der männlichen Energie. Da willst du immer handeln, reden, machen. Bläst also alles von dir, wie so ein
Laubbläser, wenn wir das jetzt mit einem Staubsauger gegensetzen wollen. In diesem Modus kannst du gar nichts aufnehmen. Da haust du immer raus, da gehst du immer ins Außen. Das merkt man dann auch bei solchen Menschen schon bei der Unterhaltung. Die reden und reden und reden, es fällt ihnen aber schwer zuzuhören. Sind auch in der Regel sehr ungeduldige Menschen, weil zuhören, da sitzen, beobachten, nichts tun, ist alles irgendwie ineffektiv. So Phasen, wo man sich abwechselt, sind völlig in Ordnung. Ich kenne das auch aus meinem Leben, diese Phasen, die brauchen wir manchmal, um eben auch was auf die Beine zu stellen, um öfter auch länger in dieser Kopfenergie zu sein, strukturiert was zu tun. Aber wir sollten es immer wieder abgleichen und auch ausbalancieren in uns mit dieser weiblichen Energie. Und wenn das über lange Zeit nicht mehr geschieht, dann haben wir wirklich ein Problem. Jetzt kommen wir mal zu den Ursachen des Ganzen. Warum muss ein Mensch immer machen, immer tun? Warum geht ein Mensch immer über seine eigenen Grenzen? Das tut einem ja nicht gut. Das merkt man auch zwischendrin oder hat es schon lange gemerkt, dass man sich da nichts Gutes getan hat. Also warum? Oft sind Existenzängste, liegen da zugrunde. Also, dass man einfach das Gefühl hat, wenn ich jetzt nicht arbeite und alles mache, dann klappt es hier nicht mit meinem Job oder mit der Selbstständigkeit oder was auch immer. Also auch ein Mangel an Vertrauen, an Urvertrauen. Dann haben wir Schuldgefühle. Also oft zeigt sich das ja nicht nur im beruflichen Alltag, sondern im ganzen familiären Umfeld, dass so Menschen, die diesen Output-Modus leben, die ganze Zeit am Springen sind. Für alle, für jeden, jederzeit. Immer verfügbar sind, immer schon bevor man sie praktisch fragt, kannst du mir helfen, sagen sie schon, du, ich komm, ich helfe dir. Da liegen oft ganz tief verwurzelte Schuldgefühle zugrunde, die man sich wirklich anschauen darf, wo man wirklich schauen darf, was kann ich hier auflösen, um frei zu sein und wirklich wieder meine innere Balance leben zu dürfen. Oft ist es ein Mangel an Selbstliebe. Das heißt, die Person tut alles, aber auch wirklich alles dafür, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, diese Anerkennung von außen zu bekommen, indem sie immer wieder hört, Mensch, toll, dass du wieder den Dienst mit mir tauschst, toll, dass du da bist, toll, dass ich dich immer anrufen kann und so weiter. Also sie tut alles für andere, nur nicht für sich. Oft liegt da auch wieder ein verzerrtes Verantwortungsbewusstsein zugrunde, was meistens schon so eine weiche, da wurde meistens schon so eine Weiche gestellt in der Kindheit, irgendwie durch die Eltern. Es gibt da auch über die Generationen eine Harmonisierung, die man machen kann mit Teki. Das kommt hier relativ oft vor in diesem Kontext mit Burnout und Überlastung, weil immer eine Generation mehr so die ist, die mehr an sich denkt und die nächste Generation dann wieder mehr an die anderen denkt und ihr Glück auch aus dem Gesamtwohl bezieht oder beziehen will, was dann manchmal einfach nicht möglich ist. Also hier kann man auch sehr gut ausgleichend wirken. Dann haben wir die mögliche Ursache, dass man irgendwann im Laufe des Lebens diese Passivität oder auch eine gewisse Langsamkeit, die sich da ja oft zeigt, als negativ bewertet hat. Da können jetzt auch zum Beispiel die Eltern dafür zuständig sein, indem sie da ungeduldig waren und immer zum Beispiel dem Kind gesagt haben, ach gib her, ich mache das für dich, das geht mir nicht schnell genug. Das habe ich jetzt auch schon öfter erlebt als Ursache, dass man dem Kind nicht genug Zeit gibt, es selber zu schaffen, es selber zu können und das Kind dann innerlich immer das Gefühl hat, ich muss mich furchtbar beeilen, sonst hält es hier keiner aus bei mir, sonst nimmt man mir die Chance wieder weg. Also hier ist wirklich auch Geduld angesagt in der Kindererziehung oder Kinderbegleitung. Es gehen auch oft dann Glaubenssätze natürlich damit einher.
ich bin langsam oder auch wenn einem gesagt wurde, man ist faul oder man taugt nichts, dann versucht man das natürlich immer wieder innerlich auszugleichen, indem man mehr in die Aktion geht, um zu zeigen, nein, das stimmt nicht, ich bin gut so wie ich bin, schau her, ich kann das auch. Und das kann natürlich irgendwann einfach total überschießen, zu so einer fixen Idee werden und viele merken das nicht mal, sondern machen weiter, 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 bis es eben nicht mehr geht. So, was kannst du jetzt machen? Ich teile diese Vorträge ab jetzt immer auf in Lösungsansätze ohne Teki, also die einfach für jedermann gelten. Wie kannst du dich selbst reflektieren? Und nachher kommen eben noch für Teki-Anwender die Tools, die sie benutzen dürfen. Also was kannst du machen? Du kannst dir im Alltag bewusst Pausen gönnen. Das musst du nach Burnout sowieso oder wenn du da mittendrin steckst, weil das System einfach runterfährt. Sozusagen die Hardware wird runtergefahren, der Körper macht gar nicht mehr anders mit. Du musst dir Pausen gönnen. Manche können sogar nur noch daheim liegen eine Weile lang. Also ganz bewusst das Tempo drosseln. Ich hatte auch mal so einen Überschuss und mir hat es wirklich auch geholfen, mir Zitate an die Wand zu kleben oder irgendwo Zettelchen hinzulegen, damit ich immer wieder daran erinnert werde, hey, stopp, mach mal eine Pause, Sandra. Guck mal, ob das jetzt wirklich sofort sein muss oder ob du es nicht auch noch in 10 Minuten machen kannst. Schau mal aus dem Fenster raus, du hast eine schöne Seesicht, genieße sie, mach irgendwas mal kurz zwischendurch anderes, um diese Energien zu balancieren, um die männlichen und weiblichen Energien wieder in Einklang zu bringen, weil das geht oft ganz, ganz schnell. Aber wir müssen es machen. Wenn wir dauernd den Motor überreizen und praktisch im ersten Gang bei durchgedrückten Gaspedal fahren, das hält kein Motor auf Dauer aus. Also bewusst langsam machen, bewusst Pausen einbauen in den Alltag und dauerhaft, nicht nur jetzt, solange das Burnout ist, sondern für immer, immer wieder bewusst sein. So, dann kannst du mit Wasser arbeiten, Wasser und Erde fördern die weiblichen Energien, weil das die weiblichen Elemente sind. Das heißt, geh barfuß, verbinde dich mit der Erde, umarme einen Baum, auch wenn sich das blöd anhört, aber das fährt extrem runter, weil Bäume eine ganz irdische, erdende Energie haben, die sind ganz tief verwurzelt. Und wenn wir mit dem Baum wirklich in Kontakt treten, was uns auf vielen Ebenen sehr gut tut, dann bringt uns das diese weibliche Urkraft, diese Energie, die wir aus Mutter Erde beziehen in unser System. Und genau das ist es, was auch so was Langsames reinbringt. Da fällt mir jetzt gerade noch dazu ein, dass oft ja mit Burnout auch ein Schwindelgefühl einhergeht. Das ist auch genauso gut erklärbar, wenn wir uns nach oben immer drehen. Also der Mensch, das menschliche Energiesystem geht ja immer über Spiralformen nach unten und oben. Nach oben haben wir eine linksdrehende Spirale. Das heißt, wenn wir immer in die Kopfenergie sind und natürlich auch uns nach oben mit der Quelle verbinden, mehr die Energie der oberen Chakren auch leben, dann ist der Gegenspieler, damit das nicht kippt, die Erdenergie, was eine rechtsdrehende Spirale ist. Somit erden wir uns, da graben wir uns tief in die Erde runter und aktivieren die unteren Chakren. Wenn die oberen Chakren und die unteren Chakren perfekt ausgerichtet sind, sind wir im Herzen zentriert, automatisch, weil es die Mitte ist. Und auch hier nach rechts und links balancieren wir unsere männlichen und weiblichen Energien auf dieser Achse. Und diese Achsen können wir praktisch auch mit den Elementen vergleichen. Oben Luft, unten Erde, rechts männlich, also Feuer und links weiblich das Wasser. Wenn jetzt ein Schwindelgefühl auftaucht, dann heißt es einfach, wir versuchen uns massiv zu erden, weil da oben dieser Überschuss ist, weil wir immer zu viel hochgehen
und dann die andere Spirale zu viel zu tun hat oder nicht durchkommt, wie auch immer wir das nennen wollen. Also da sind diese rechtsdrehende und linksdrehende Spirale nicht mehr im Einklang, die laufen nicht mehr sauber ineinander, sondern die kämpfen gegeneinander. Und das macht uns dieses Schwindelgefühl. Unter anderem, da gibt es jetzt auch noch andere Ursachen dazu, Stichwort Zirbeldrüse, aber da komme ich in einem anderen Vortrag noch dazu. Also diese Elemente Erde und Wasser, die helfen uns sehr. Das Wasser ist auch ein weibliches Element, der Gegenspieler des Feuers praktisch, hier rechts, links. Es ist das Wasser, um das Feuer zu löschen. Also Burnout heißt Überschuss an Feuer. Oft zeigen sich dann auch schon erste Entzündungen im Körper. Irgendwo eine Parodontitis oder Parodontose oder eine entzündete Schilddrüse oder die Gelenke, die entzündet sind. Da kann man überall natürlich auch ablesen, welcher Bereich jetzt besonders betroffen ist, auch psychisch, seelisch. Aber da komme ich auch in einem anderen Vortrag dazu. Das ist einfach zu viel alles auf einmal. Also hier können wir uns mit den Elementen sehr gut einfach in der Natur, aber auch zu Hause unter der Dusche und mit Barfußlaufen und so weiter gut ausgleichen. Beobachte dich auch. Was geht in dir vor, wenn du nichts tust? Das können wirklich so Mechanismen sein wie ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn man dann merkt, oh Gott, jetzt kommt jemand, schnell aufspringen und irgendwas machen, damit keiner merkt, dass man jetzt gerade dran gesessen ist und nichts gemacht hat. Beobachte dich genau, was dich da treibt, was da los ist. Und so kommst du auf die tieferen Programme, weil das ist ja schon seltsam, wenn ich ein schlechtes Gewissen haben muss, weil ich nichts tue. Da darf man genauer hingucken und hier die Ursachen auflösen. Vielleicht wurde uns das in der Kindheit immer eingeredet, Stichwort faul sein oder was auch immer. Also hier können wir dann weiter transformierend wirken, auch die tieferen Traumen auflösen und eben auch diese inneren Überzeugungen verändern. Und es geschieht oft schon einfach über Bewusstsein. Dann beobachte dich in diesem In-and-Out-Put-Modus, den ich erklärt habe. Bist du auch fähig zuzuhören? Bist du auch fähig aufzunehmen? Aufnehmen ist zum Beispiel auch Essen. Oder machst du beim Essen immer was? Musst du beim Essen immer irgendwie was anderes noch aufschreiben oder irgendwie was erzählen, irgendwas machen? Essen ist eigentlich Aufnahme. Wenn du da schon wieder im Output-Modus bist, dann ist es schon nicht sauber. Und dann wird auch das Essen nicht gut aufgenommen. Verdauungsschwierigkeiten, was auch immer, können so wieder entstehen. Also dieser In-and-Output-Modus ist wirklich sehr wichtig. Essen ist auch Informationsaufnahme. Wenn dir jemand was erzählt, kannst du da zuhören, kannst du das behalten? Oder weißt du eigentlich nach 5 Minuten schon gar nichts mehr? Jemand stellt dir eine Frage und während er die Frage stellt, überlegst du dir schon die Antwort und wenn du antworten willst, hast du die Frage vergessen. Das ist wirklich so, wenn man sich selber überholt, dass das so laufen kann. Wie verhältst du dich in Gesprächen? Kannst du zuhören oder bist du immer am Reden? Wie verhältst du dich in Alltagssituationen, wo diese männlichen und weiblichen Energien sich zeigen? Reflektiere dich, beobachte dich und schreib das auf und schau, wie du damit arbeiten kannst. Und da komme ich jetzt zu den Tools, die du mit Teki anwenden kannst. Und zwar zum einen ist hier die Schwangerschaftsharmonisierung wichtig. Die hat aber eigentlich auch jeder schon, der ein Teki-Seminar bei mir gemacht hat. Wenn du jetzt bisher mit dem Buch arbeitest, dann empfehle ich dir die Schwangerschaftsharmonisierung unbedingt. Die ist ganz tief wichtig für diese ganzen grundsätzlichen Programmierungen, die wir vielleicht schon aus unserer Entstehungsgeschichte haben. Dann die Balance der männlichen und weiblichen Energien. Manchmal müssen wir die auch richtig integrieren, bevor wir sie überhaupt balancieren können, damit sich die rechte und linke Gehirnhälfte wieder richtig vernetzen können, zusammenarbeiten können und eben auch unsere rechte und linke Körperhälfte, damit Verstand und Gefühl wieder zusammenarbeiten, sich sozusagen in deinem Zentrum im Herzen vereinen und dir zeigen, wo es lang geht.
Du kannst die Verantwortung balancieren mit gewissen Personen. Also hier kannst du auch mit deinem Schutzsystem arbeiten, weil wenn du klarer merkst, wo höre ich auf und wo fängt der andere an, dann fällt es dir auch leichter, diese Verantwortungsbereiche zu erkennen und zu respektieren, weil selbst wenn du gerne hilfst, so muss doch klar sein, dass du manchmal überhaupt nicht hilfst, indem du anderen ihre Probleme abnimmst oder immer gleich springst, wenn sie rufen und alles für sie tust. Manchmal muss man den Leuten auch gönnen, dass sie das jetzt selber schaffen können. Und wenn wir helfen wollen, dann vielleicht einfach unterstützend fragen, ja, was fühlt sich denn für dich richtig? Was möchtest denn du machen? Spür mal in dich rein, was ist dein Weg und so weiter. Ja? Dem Menschen helfen, die Entscheidung in sich selber zu finden, die Hilfe in sich selber zu finden und nicht immer in dessen Verantwortungsbereich reinzugehen, weil damit nehmen wir dem anderen Macht, die Macht, es selbst zu schaffen. Wir suggerieren ihm unterbewusst, du kannst es nicht alleine, deswegen mache ich das für dich. Und gleichzeitig holen wir uns Fremdenergien ins System. Also alles eigentlich nicht das, was wir wollen. Deswegen hier bitte gut balancieren und wirklich deinen Verantwortungsbereich wieder klar absetzen. Manchmal darf man da auch die Beziehung zu bestimmten Personen harmonisieren, damit das wieder leichter geht. Manchmal ist auch noch die Vergebungsarbeit wichtig. Lass dich da dann einfach durchführen, was sonst noch so kommt, wenn du mit dieser Verantwortung arbeitest. Diese Generationenharmonisierung habe ich schon angesprochen. Ganz wichtiges Thema, wenn wir das Gefühl haben, oder auch wissen, das ist so ein Thema aus der Familie, das zieht sich durch, die Mutter war schon so, der Vater war so, die Oma war so, wer auch immer, dann haben wir da bestimmte Verhaltensmuster, aber auch Energien in unserem Zellbewusstsein übernommen und die gilt es einfach zu bereinigen. Du kannst mit Überzeugungen arbeiten, klar, das ist Standard, dass du gucken kannst, was habe ich denn für Überzeugungen in mir, welche behindern mich da und wie sieht eine Überzeugung aus, die mir wirklich gut tut, die ich wirklich für meinen Alltag richtig brauchen kann. Immer positiv formulieren und die kannst du dir integrieren. Also sowas wie, ich formuliere mal spontan, ich bin immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und begebe mich voller Urvertrauen in den natürlichen Fluss des Lebens, in dem Wissen, dass ich geführt bin und dass alles gut ist, genau so, wie es ist. Es fällt mir leicht, die Verantwortungsbereiche klar zu erkennen und zu respektieren und dabei ganz in meiner Kraft und Energie zu sein. Aus dieser inneren Kraft begegne ich allen Menschen und Situationen auf eine neue, stabile Art und Weise, die alle Beziehungen und Begegnungen nährt, energetisiert und aufbaut. Ich lebe in Leichtigkeit. Sowas zum Beispiel kann da rein, kannst du aber auch ganz anders formulieren, war jetzt ganz spontan. Mit den Elementen hatte ich vorher schon angesprochen, wie du die im Alltag ausgleichen kannst. Da haben wir natürlich auch mit Teki die tolle Möglichkeit, das sehr intensiv zu machen, auch intensiv die Blockaden, die vielleicht zwischen uns und einem bestimmten Element stehen, zu transformieren und danach vergiss nicht auch in diese Essenz einzutreten. Wir machen das in Teki 3. Vielleicht warst du schon dabei, ansonsten kannst du dich auch jederzeit melden, wenn du irgendwie Unterstützung bei uns brauchst. Ja, und was dann einfach Gold wert ist, ist das Torusfeld. Immer und immer wieder aktivieren, solange bis du wirklich spürst, es bleibt beständig da, weil das Torusfeld einfach dich komplett energieunabhängig macht. Das heißt, du brauchst nichts mehr von anderen. Die anderen können auch nicht einfach so mehr andocken bei dir. Du beziehst deine Energie ausschließlich aus der Quelle und aus Mutter Erde. Das sind die wichtigsten Energien, die wir haben können, diese spirituelle, geistige Kraft und die irdische Kraft. Und wenn die beiden zusammenkommen und sich in unserem Herzenergiefeld ausbreiten,
dann haben wir alles, was wir brauchen. Und dann kommen wir auch nicht mehr so schnell in die oft ungute und auch ungesunde Art und Weise hinein, dass wir in diesen Austausch gehen, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden und damit über unsere Grenzen hinausgehen. Ich hoffe, dass dir das ganz viel geholfen hat, um wieder in deine Heilung zu kommen. Denk dran, jedes Problem ist eine Chance. Es gibt eigentlich gar keine Probleme. Das sind immer Herausforderungen, Chancen zum Wachstum. Du kommst durch jedes Problem, durch jede Krankheit, durch alles, was du meisterst, auf eine höhere Ebene, auf eine andere Schwingungsfrequenz. Und da oben sieht das Leben schon wieder ein bisschen freundlicher und leichter aus. Also es lohnt sich immer, die Dinge wirklich anzugehen und nicht nur mit Medikamenten zu drosseln, sondern wirklich zu gucken, was kann ich hier für mich tun, um ganzheitlich zu wachsen und gesund zu werden. Ich hoffe, das hat dir jetzt sehr viel geholfen. Wenn dir der Vortrag gefallen hat, freue ich mich, wenn er geteilt wird, wenn du ihn anderen Leuten auch zur Verfügung stellst. Und ich sage einfach ganz herzlich Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.